Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zu einem Video, und zwar diesmal bei Dozera, aber mal ein bisschen was für im Einsteigerbereich, einfach dass man sich mal ein bisschen in den Menüs zurechtfindet. Ja, jetzt gab es lange kein Video, lag unter anderem daran, dass ich krank war. Das hat sich jetzt ein bisschen erübrigt, beziehungsweise ich kämpfe mich jetzt so ein bisschen durch, damit ich euch trotzdem weiter Videos machen kann. So. Ich habe jetzt mal einen Batocera hier auf meinen Hauptrechner in der virtuellen Maschine installiert. Läuft auch einigermaßen gut, es braucht nur ein bisschen länger. Das heißt, wenn ich hier irgendetwas tippen sollte oder euch irgendwas zeigen sollte und das dauert dann ein bisschen länger, bis das angezeigt wird, hat das nichts mit dem Aufnahmedelay oder sonst was zu tun, sondern es ist dann rein, weil die virtuelle Maschine ein wenig später reagiert. So, also. Das ist, wie gesagt, ein nacktes System, was ich hier habe. Sozusagen ist dann hier drin ein nacktes System. Kann ich hier ganz normal auch bedienen. Habe es auch schon auf Deutsch umgestellt. Auf Englisch würde das, wie gesagt, alles nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber um euch das zu zeigen, ich stelle es mal gerade auf Englisch um. Dann kann ich wenigstens schon mal grundsätzlich mit dem Standard beginnen. So sieht das dann auf Englisch aus, und wenn ihr das einmal auf Englisch sozusagen so jetzt bei euch installiert habt, dann drückt ihr einmal die Leertaste. Geht dann oben auf System Settings und hier seht ihr ja gleich an der zweiten Stelle Language, Region, und stellt das einmal auf Deutsch um. Dann geht ihr zweimal nach oben, damit ihr auf Back kommt, und dann stellt er sich automatisch auf Deutsch um. Das ist erstmal das Allerwichtigste, was man immer zuerst machen sollte. So, kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Menüpunkten. Also, es gibt ein Kodi Media Center. Dazu folgt nochmal ein Video. Und das ist mehr oder weniger eine Mediendatenbank. So könnte man das beinahe bezeichnen, wo man dann eben sich verschiedene Medien reinpacken kann. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt noch nichts drin, weil ich hier auch einfach noch nichts eingestellt habe. Dazu kommt, wie gesagt, nochmal ein Video. So, Exit to Batocera. Wenn das dann macht. Macht das? Ja, sehr schön. So, das ist das Kodi Media Center. So, dann haben wir unterm zweiten Punkt Spieleeinstellung. Oder Spieleinstellung. Nicht Spieleeinstellung, sondern Spieleinstellung. So, wenn wir darauf gehen, sehen wir Spielelisten updaten. Ist mehr oder weniger sozusagen ein Neuladen. Wenn ihr neue Spiele drin habt, lädt ihr einmal alles neu und packt euch die Spiele entsprechend einmal rein. Ist wie ein Aktualisieren. So, dann im zweiten Punkt haben wir Videomodus. Also hier könnt ihr eigentlich alles einstellen, was sozusagen global für jeden Emulator vorher eingestellt werden kann. So, in diesem Fall könnte man zum Beispiel Video, könnte man Maximum wählen für 1920x1080, das ist also Full HD. Das Maximum steht in diesem Fall für die Bildwiederholungsrate. Aber wie ihr hier seht, ne, dann kann man zum Beispiel 59,97 Hertz einstellen. Also 59,97 Mal pro Sekunde wiederholt sich das Bild, also baut sich neu auf. Und Maximum wäre dann zum Beispiel, wenn ihr einen Monitor habt, der sogar mehr kann, ne, meinetwegen 165 Hertz oder ähnliches, dann würde das der Emulator dann entsprechend eben versuchen mit 165 Hertz. Ne, oder hier 75 Hertz. Also man kann entweder alles manuell auf die Herzzahl einstellen, wenn man einfach merkt von wegen, alles klar, das Bild ruckelt oder das Bild funktioniert nicht richtig. Es gibt auch Spiele, die eben mit 165 Hertz nicht klarkommen. Und dann wäre dann zum Beispiel Maximum, wäre dann vielleicht ein bisschen viel. Aber in der Regel, also mit Auto bin ich bisher immer ganz gut gefahren, und wenn ich dann doch mal ein Spiel gesehen habe, wo ich die Auflösung ein bisschen hochstellen will, habe ich das manuell selber für das Spiel oder für den Emulator dann eben gemacht. Spielbildschirm, Seitenverhältnis. Wer hätte es gedacht, das ist halt das mit 16:9, 4:3 vollständig, also ausfüllen, 21:9, 21:10 gibt, sollte es eigentlich auch geben, das ist ja der Kinomodus. Nö, gibt's nicht. Wie schön. Ganz toll. Kann man aber auch benutzerdefiniert einstellen. Dann kann man eben noch Core unterstützt einstellen. Dann würde er sozusagen das nehmen, was der Core eben macht. Quadratische Pixel.
dann würden wir eben ja mehr oder weniger halt jedes Mal ein quadratisches Pixel haben, also sprich nicht 4 zu 3 oder 16 zu 9 oder sonst was, sondern 1 zu 1. So, Konfiguration ist dann halt, wie man es selber eben in einer Konfigurationsdatei hinterlegt hat, werden die wenigsten haben. Wie gesagt, man kann es auch benutzerdefiniert einstellen und kann man es eben benutzerdefiniert für sich festlegen, vollständig 16 zu 9 oder 4 zu 3. Eigentlich sind diese vier die hauptsächlichen, die man einstellen würde. Es gibt so ein paar Leute, wo ich weiß, die haben einen wenig breiten Bildschirm. die würden dann wahrscheinlich dann eher so 21 zu 9 oder ähnliches nehmen. Aber wenn man es auf automatisch lässt, ist man eigentlich in der Regel auch immer im richtigen Format. Rendering und Shaders sind halt die Einstellungen sozusagen für die Spieleglättung, Shader-Set, ähnliches. Also man kann hier auch einiges dann noch einstellen. Für viele Spiele gibt es eben dann eine Helpline sozusagen, wo man eben dann gesagt kriegt, von wegen damit super aussieht, stellt es so ein. Das sind ganz subjektive Einstellungen jedes Mal. Das muss man halt für sich, je nach Monitor, je nach Emulator, muss man das halt so ein bisschen selber einstellen. Dekoration, da waren wir auch schon mal in vergangenen Videos drin, ist zum Beispiel dieses Bezel-Project und sowas gibt es zum Beispiel auch. Decoration Sets, hier kann man dann halt sozusagen seinen Rahmen einstellen für die eben 4 zu 3 Sachen, ne, wie zum Beispiel unter anderem das Bezel-Project, das ist jetzt hier zum Beispiel nicht drin. Man kann auch die Dekoration ausstellen, dann sind sie überall weg. Was dann eben zum Beispiel bedeutet, dass man zum Beispiel auf 16 zu 9 umstellen könnte, sofern man die Möglichkeit dazu hat. So, Bezelstrecken 4K ultraweit würde ich immer einfach auf Auto lassen. Passt in der Regel, wenn irgendetwas mal nicht passt, dann stellt es entweder auf Aus oder auf Ein manuell. HUD-Anzeige, kontextsensitive Informationen über das Spiel. Ja, Spieleinfos halt. Na, das ist ja. Was soll ich dazu jetzt noch erklären? Man kann halt die Spieleinfo anzeigen, man kann sie auch auslassen, man kann die Leistung anzeigen vom Emulator oder man kann sich das benutzerdefiniert einstellen. HUD-Anzeige Position, die kann man sich dann eben auch einstellen. Oben links, also Nordwest, oben rechts Nordost, unten rechts Südost oder unten links Südwest. So, Tattoo-Overlay über Bezel-Anzeigen kann man dann eben auch an- und ausstellen oder eben benutzerdefiniertes Bild oder ein Systemcontroller kann man sich auch anzeigen lassen. Tattoo-Overlay, Eckposition wieder dasselbe, ne? Nordwest, Nordost, Südost, Südwest. So, benutzerdefinierter PNG-Bild-Dateipfad. Hier kann man dann zum Beispiel für benutzerdefinierte Screenshots oder Bilder oder ähnliches kann man sich eben Dateipfade anlegen, um eben entsprechend vielleicht solche Anzeigen, Bilder oder ähnliches eben anzeigen zu lassen. Tattoo-Overlay verkleinern, vergrößern, damit es in den Bezel-Rahmen passt. Gibt nicht so viel, was ich dazu jetzt noch erzählen kann. Ist halt ganz normal dieses Tattoo-Overlay, was wir hier auch schon hatten. KI-Spielübersetzung ist dann sozusagen eigentlich eine Spielübersetzung, die sozusagen von einer KI gemacht wird. In der Regel braucht man es nicht. Also selten, dass ich jetzt irgendwie mal sage, von wegen alles klar, ich muss die KI jetzt irgendwie für mich Spiele übersetzen lassen. Gut, ich bin aber auch der englischen Sprache ein bisschen mächtig. Wenn ich jetzt japanische Spiele spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr klarkommen. Gehe ich mal davon aus. Aber hier kann man es eben halt für sich selber einstellen. Man kann auch zum Beispiel während des Spiels eben Hotkey R1, also Hotkey ist dann in dem Fall zum Beispiel die Xbox-Taste und R1, also es wäre glaube ich der rechte Button und nicht der Trigger, also die Schultertaste und nicht der Trigger, kann man sich das dann halt so übersetzen lassen. Gilt aber auch, wie man ja da sieht, nur für die Libretro-Cores. Das ist dann sozusagen die Retro-Art-Architektur. So, dann kann man hier noch seine Zielsprache einstellen, wenn man es in einer anderen Sprache zum Beispiel haben will. Man kann dann zum Beispiel schön hier auf Portugiesisch, warum dann auch nicht, oder Espanol, oder man kann dann auch Türkisch, Svenska müsste, glaube ich, was ist jetzt Svenska, gut, keine Ahnung, das müsste, glaube ich,
Ach, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich kenne ja auch nicht so viele Sprachen. Das kenne ich irgendwoher. Nein, Quatsch, kenne ich natürlich nicht. So. KI-Übersetzungsservice URL. Hier kann man noch die URL angeben. Wenn man eben so einen Übersetzungsservice laufen hat oder eben weiß, wo der ist, findet man bestimmt bei Google etwas. Ich kenne jetzt tatsächlich keine, weil wie gesagt, ich nutze es auch nicht. Pause bei übersetzten Bildschirm. Ja. Brauchen wir auch nicht viel erklären, ist natürlich klar. So, Rückspulfunktion. Vergangene Speicherstände sichern, um in Echtzeit zurückzuspulen, wenn das Core-System dies unterstützt. Kann man ein- und ausschalten. Latenzreduktion kann man eben auch für sich dann sozusagen selber einstellen. Das ist Latenzreduktion, das ist dann sozusagen um die Latenz, also sprich das, was der Emulator wiedergibt, wird euch ja angezeigt. Und da gibt es natürlich eine gewisse Latenzzeit und die kann man hier natürlich für sich so ein bisschen einstellen, indem man eben ein paar Einstellungen vornimmt. Würde ich erstmal alles auf automatisch lassen, es sei denn, ihr habt irgendwelche Probleme, dann könnt ihr hier zum Beispiel auch noch einstellen, ob ihr zum Beispiel V-Sync, G-Sync, FreeSync oder ähnliches dann habt oder ein Frame-Delay könnt ihr dann noch einstellen. Zweite Instanz für Run-Ahead verwenden. Run-Ahead ist halt das hier, das ist dann zum Beispiel verdoppelte CPU-Anforderungen. Threaded Video verbessert die Leistung auf Kosten der Latenz und mehr Bildrucklern. Ist halt alles, was man da eben nochmal für sich manuell einstellen kann. Man kann es halt in den meisten Fällen entweder automatisch lassen, ein oder aus. Rumble Level. Klar, man kann sich natürlich die Vibration am Controller selber auch noch einstellen, die es gibt. Ja, klar, Ausschalten, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% automatisch. Und in der Regel automatisch funktioniert da auch am besten. Automatische Speichern und Laden. Klar, ob er die Spiele eben automatisch speichern soll. Das wäre dann sozusagen ein extra Speicherstand, den er dann immer wieder erstellt. Damit ihr zum Beispiel dann irgendwie, wenn ihr dann mittendrin aufhört oder wenn ihr dann gesehen habt, oh, er hat automatisch gespeichert, alles klar, jetzt gehe ich aus dem Spiel raus, dass ihr dann auch direkt da wieder anfangen könnt. Was steht da? Inkrementelle Speicherstände, genau. Pro Speichervorgang neu erstellen. Nächsthöchster Slot oder nicht erhöhen. Aktuellen Slot für ein neues Spiel verwenden. Könnt ihr euch halt sozusagen dann den Slot wählen. Speicherstandmanager anzeigen. Steht es bei mir auf Nein, kann man immer oder wenn nicht leer. So, dann gibt es noch die Pair-System, erweiterte Konfiguration. Da kann man dann eben für sich, für jeden Emulator nochmal speziell eine Einstellung vornehmen. Und zwar dieselben Einstellungen, die wir jetzt gerade vorgenommen haben, können wir natürlich auch separat hier für jeden Core nochmal einzeln einstellen. Da gibt es dann auch nochmal weitere Einstellungen für manche Cores. Aber in der Regel macht ihr hier nicht so viel. Wie gesagt, es sei denn, ihr habt Probleme. Aber da habt ihr dann halt eben diese per System erweiterte Konfiguration, dass ihr eben da jetzt reingehen könnt. Und könnt dann eben nochmal entsprechende manuelle Einstellungen vornehmen. Da kommen wir aber auch nachher nochmal hin. Retro-Achievement-Einstellungen. Ist das Retro-Achievement, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, da gerne einmal reingucken. Na, dass man jetzt hier, also man kann halt einiges einstellen, man kann halt die Retro-Achievements anmachen. Man muss dann Benutzernamen und Passwort hinterlegen, damit man eben in sein Retro-Achievement sozusagen dann drin ist, damit eben die Erfolge gespeichert werden. Es gibt dann noch den Hardcore-Modus dazu, da kann man dann zum Beispiel Ladestände, Zurückspulen und Cheats sind dann deaktiviert. Das ist einfach so. Das gehört zum Hardcore-Modus dazu. Sehe ich jetzt eigentlich auch nicht so als schlimm, weil im Grunde genommen bedeutet das, ihr könnt egal wie nicht cheaten. Ihr könnt jetzt nicht hier irgendwie einen Speicherstand machen und dann sagen von wegen alles da, ich versuch's. Oh, nicht geschafft, zack, nochmal zurück. Nee, wenn ihr es nicht geschafft habt, habt ihr es nicht geschafft. Punkt, aus, Ende. Das ist dann der Hardcore-Modus. Bestenlisten. In Highscore und Bestenzeit Listen antreten. Erfordert den Hardcore-Modus. Ganz klar. Also ihr braucht den Hardcore-Modus, um eben in solche Bestenlisten dann spielen zu können. Und da müsst ihr eben einen Highscore und eine Bestzeit irgendwie hinterlegen, um auf diese Liste zu kommen.
Ausführlicher Modus Fortschritt bei Errungenschaften und anderen Meldungen beim Spielstart anzeigen. Klar, ist natürlich wunderbar, wenn man sich das einmal anzeigen lassen könnte, würde man also eigentlich aktivieren. Detaillierter Status ist dann halt, ne, dass man eben ein paar mehr Details noch sieht oder dass man eben aktuellen Status von seinem Spiel sieht, wo man eben Achievements macht. Wiederholungsmodus, freigeschaltete Errungenschaften können erneut gespielt werden. Wer es braucht, also ich würde es jetzt tatsächlich nicht brauchen, weil wenn ich eine Errungenschaft habe, habe ich die Errungenschaft, Punkt, aus Ende. Automatischer Screenshot wird dann zum Beispiel, wenn ein Erfolg erzielt wird, wird dann ein Screenshot gemacht. Ist vielleicht ganz schön, wenn man es dann irgendwie einsenden will von mir. Ja, guck mal, habe ich geschafft. Herausforderungsanzeige, Symbole in der unteren Ecke, unteren rechten Ecke anzeigen, wenn mögliche Errungenschaften verdient werden können. Ne, das ist dann sozusagen, wenn ihr dann irgendwie eine Errungenschaft kriegen könntet, wird euch die angezeigt, unten rechts. Freischaltton, hier könnt ihr natürlich dann verschiedene Töne einstellen, die man kennt. Kann man bestimmt noch welche einpflegen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, mir haben jetzt diese Freischalttöne bisher gereicht. Retro-Achievements im Hauptmenü anzeigen. Ja, logisch, wenn ihr euch angemeldet habt, wird es auch im Hauptmenü angezeigt. Das wäre dann da, wo ich vorhin drauf war. Wenn man die Leertaste drückt, diese Liste, da ist dann das Hauptmenü und da wird das auch angezeigt. Beim Start neue Spiele indexieren würde bedeuten, jedes Mal, wenn ihr Batocera startet, würde er erstmal die Spiele indexieren. Brauchen wir natürlich nicht, weil ich habe mich auch nicht angemeldet. Und hier kann man noch die Spiele indexieren, ne, wo man eben sagen kann, nur fehlende. Und dann kann man noch die einzelnen Systeme für sich auswählen. Oder man kann halt alle und halt alle Systeme auswählen oder halt alle abwählen. Netplay-Einstellung. Da kommt nochmal ein Video zum Netplay. Ist aber auch sowas. Hier kann man das Netplay aktivieren. Hier muss man seinen Nicknamen eingeben. Dieser Port, das ist sozusagen der Netzwerkport, damit ihr überhaupt irgendwie ins Netplay online reinkommt, beziehungsweise damit ihr online angezeigt werdet, und diesen Port müsst ihr dann freischalten oder ihr müsst ihn entsprechend auf einen freien Port ändern, aber in der Regel würde ich den Port so lassen. Relay Server verwenden wäre dann sozusagen, um seine seinen eigentlichen Standort sozusagen zu verschleiern. Braucht man jetzt aus meiner Sicht erstmal nicht. Nicht verfügbare Spiele anzeigen würde ich nicht machen, weil wenn ihr das natürlich macht, wisst ihr natürlich nicht, wenn ihr dann zu einem Netplay-Spiel dazu treten wollt, ob ihr die ROM habt. Wenn ihr aber sagt von wegen, die sollen nicht angezeigt werden, dann werden euch nur diejenigen online angezeigt, die ihr auch spielen könnt, weil ihr die ROM dazu habt. Und hier dasselbe nochmal beim Start neue Spiele indexieren, und auch hier ist genau dasselbe, nur fehlende Systeme inklusive und so weiter. So, Prüfung fehlender BIOS-Dateien. So, hier kann man sich die ganze Liste angucken, was es für BIOS-Dateien gibt, was man dafür bräuchte und was man da reinpacken muss. So, in meinem Fall fehlt halt jetzt alles, weil, wie gesagt, ich habe es ja auch neu installiert. Würde mich natürlich nur mal interessieren, ob es auch hier für Emulatoren, die noch gar nicht vorhanden sind, nee. Sonst hätte er bei der Switch schon rumgemeckert. Nö, also man muss dann hier wirklich gucken, dass man eben sich hier die BIOS-Dateien eben noch einpflegt. Hier kann man halt gucken, welche noch fehlen. Und das BIOS-Pack findet ihr auf meinem Discord-Server. Da habe ich ein BIOS-Pack für euch zusammengestellt. Da ist dann eigentlich alles Gängige drin, was ihr so weit braucht, um alles spielen zu können. So, BIOS-Dateien vor dem Spielstart überprüfen würde ich anlassen, weil er euch dann eben anzeigt, wenn eine BIOS-Datei fehlt. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt Controller- und Bluetooth-Einstellungen. Hier könnt ihr dann Controller-Tastenbelegung zum Beispiel, könnt ihr hier schon hinterlegen, müsstet ihr aber auch einen Controller für angeschlossen haben. Genau, so, jetzt haben wir einen Controller angeschlossen, ich habe ihn jetzt nur per USB angeschlossen. Ist aber auch, wie gesagt, erstmal nicht so schlimm. Also, ihr könnt Bluetooth-Gamepads automatisch koppeln, würde aber bedeuten, ihr braucht dann halt entsprechend eine Bluetooth-Verbindung.
oder Bluetooth-Gerät manuell koppeln. Würde dann halt auch bedeuten, ihr müsstet Bluetooth haben und könnt dann in der Liste, wenn ihr den Bluetooth-Controller auf den Pairing-Modus habt, dann könnt ihr ihn da in der Liste finden und halt entsprechend auswählen oder Bluetooth-Gerät entfernen. Wenn ihr Bluetooth-Geräte hier drin hättet, könntet ihr die auch wieder löschen. So, dann Controller-Tastenbelegung. Ist dann sozusagen, um die Tasten eben für den Controller zu belegen. Jetzt sagt er aber, Sie führen nun die Tastenzuordnung eines Controllers durch. Weisen Sie die Tasten nicht aufgrund Ihrer Bezeichnung, sondern der entsprechenden Ihrer räumlichen Position. Falls keine Spezialtaste für den Hotkey vorhanden ist, drücken Sie die Select-Taste. Alle Tastensticks, die nicht vorhanden sind, überspringen Sie durch Halten einer beliebigen Taste. Zum Abschluss der Konfiguration drücken Sie die Süd-Taste. So, haben wir verstanden, machen wir so. Ein Gamepad erkannt. Beliebige Taste am Controller gedrückt halten, um diesen zu konfigurieren. Zack. So, jetzt geht's los. Und er möchte jetzt zum Beispiel, dass wir halt entsprechend der Position, ne, wie man jetzt eben zum Beispiel sieht, links, unten, oben, links, rechts, unten, oben, links, zum Beispiel einfach dann rechts diese Tasten sozusagen zuweisen will. Bei PlayStation wären das dann halt sozusagen die Dreieck und Quadrat, Rechteck und X und alles mögliche Tasten. Kreis, glaube ich, gab es da noch. Und bei Xbox ist es jetzt zum Beispiel hier B, A, Y, X. Dann haben wir Start, Select. D-Pad ist dann zum Beispiel das Steuerkreuz, ist dann oben, unten, links, rechts. Dann haben wir die linke Schultertaste, die rechte Schultertaste, linker Analog oben, zack, und dann linker Analog links. Und jetzt aufpassen, das ist jetzt der rechte Analog, oben, links. So, jetzt haben wir die Trigger-Tasten, jetzt haben wir linker Stick die Drucktaste, rechter Stick die Drucktaste und die Hotkey-Taste ist die Xbox-Taste. Und dann drücken wir OK. Und dann haben wir unsere Tasten zugewiesen. So, Controller-Aktivität anzeigen würde ich anlassen, ne, damit man eben sieht, okay, man hat einen Controller da oder halt eben nicht. Controller-Akkustand anzeigen würde ich auch machen, damit ihr eben immer seht, dass noch Akku vorhanden ist oder nicht. So, und hier könnt ihr halt die entsprechenden Controller zuweisen, wenn ihr mehrere habt. Ich habe jetzt halt nur einen. Entsprechend lassen wir es so. So. Dann können wir hier wieder raus. Und ich würde jetzt mal behaupten, das reicht fürs erste Video. Ist schon sehr, sehr viel. Und ich mache da jetzt einen zweiten Teil draus oder vielleicht sogar noch einen dritten Teil, je nachdem wie viel kommt. Und da zeige ich euch dann die anderen Sachen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank und ciao.